Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Rayman Origins weiter. Wir befinden uns in der Welt Dingsterbums. Ich hab's vergessen, wie sie heißt. Süßliche Seen, genau. Erstaunlicherweise hat süßliche Seen aber relativ wenig mit dem See zu tun, zumindest momentan. Stattdessen sind wir in irgendeiner Küche und dürfen uns jetzt durch ein Level Feuer und Flamme hindurch begeben, der vermutlich wieder in einer sehr feurigen Küche stattfinden wird. Zumindest stelle ich mir das so vor. Ja, das Setting sieht doch irgendwie einigermaßen bekannt aus. Aber es scheint so, als ob wir uns hier nicht, wie bislang bekannt, gehend hindurch begeben müssen, dürfen, sollen, was zur Hölle. Sondern stattdessen... Ei, ich sehe schon. Sondern stattdessen dürfen wir fliegen. Mit unserem Lieblingsfreund. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, was diese ganze Geschichte hier angeht. Weil es gibt schon wieder so tausend Dinge, auf die ich hier gefühltermaßen achten muss. Moment, so euch hier so kaputt machen. Dann euch hier so. Hier kriege ich wieder ein Herz, das ist schön. Und da sind schon wieder alle weg. Ach, es ist so furchtbar. Diese Level, ne? Auf was man hier überall achten muss. Moment. So, du kriegst... Du gehst so kaputt. Genau. Dich krieg ich vielleicht so kaputt. Die ganzen Messer und dergleichen, die sind natürlich schon sehr hilfreich. Problem ist nur, man muss es rechtzeitig auffallen, dass ich die triggern kann. Damit dann die anderen Kollegen dadurch... kaputt gehen. Und das ist manchmal nicht so einfach, das vorauszusehen. So, Moment. Zack, zack, zack. Wow. Bitte komm. Nein, ich hab dich nicht eingesammelt, ne? Och, Mann. Ach, das ist schon wieder alles so unfair. Es ist so unfair. Es ist alles so unfair. So, Moment. Ah. Richtungswechsel? Levelwechsel? Irgendwas passiert? Ah, wir verlassen den feurigen Untergrund. Natürlich. Und wir sind wieder im frostigen Eis. Oh, hier waren wir ja lang nicht. Moment. Kriege ich euch? Ja, so kriege ich euch kaputt. Pinatas gibt es ja allerdings auch. Oh, Hilfe. Buff, buff, buff. So, Moment. Dich kriegen wir bestimmt auch irgendwie kaputt. Genau, so und da. Halt. Ja. Dupdi-dup-di-dup. Okay, ab hier ist der Level irgendwie schnupsiger. Zumindest funktioniert er gefühlt besser. Aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Okay, so, da kriege ich wieder ein Herz. Hilfe, 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 Hilfe. Nein, 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 nein. Och, unfair, unfair, unfair. Richtig unfaire Kacke. Wo starte ich? Achso, okay, wieder beim Eisabschnitt. Gut. Alles andere wäre auch zu fies. Das wäre definitiv zu fies. So, hier soll das kaputt machen. Die Dinger brauchen auch extrem lange eigentlich, um runterzufallen, ne? Also wenn man das Eis weggeschossen hat, verhältnismäßig lange, brauchen die, um runterzufallen, um dann den Weg frei zu machen. Das ist auch ein bisschen fies. Hm. Wie man die da oben gescheit kaputt machen kann? Also ja, ich kann es mir vorstellen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich kann es mir vorstellen, durch die Limetten oder was das sein sollen. Aber ganz so einfach... Ist das auch nicht? So? Kann ich hier durch? Ja. Was bist du denn im Hintergrund, bitteschön? Ist das ein Schloss? Was ist dort passiert? Was passiert da? Was zur Hölle? Ah. Das war jetzt irgendwie... Random! Oh Gott, natürlich! Okay, man, da startet wieder hier. Das ist nett. Was war denn das eben gerade? Dupdi-dup. Ist es wirklich ein Schloss, was da gefrühstückt hat? Oder sind es einfach nur irgendwelche... Ja, klar. Oder sind es nur irgendwelche random Eisgebilde? Es sieht aus wie ein Schloss. Tut mir leid. Der Typ frisst gerade irgendwie einen ganzen Königsstaat auf. Und ich bin Zeuge davon. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber scheinbar in der Rayman-Welt macht sich ja keiner großartig Gedanken drüber. Da wird es einfach so hingenommen. So, okay. Jetzt schnell weiter. Genau so. Hier kam... Oh Gott im Himmel. Ey. Unfaire Kacke.
So, Moment. Kann ich hier? Ja, dich wieder einsammeln. Das ist schön und nett. Komme ich hier durch? Ja. Erstaunlicherweise. Das ist auch manchmal... Wow. Nicht so einfach auszumachen, was Vordergrund und was Hintergrund ist. Wo ich durch kann und wo nicht durch kann. Es war so klar, weißt du? Es war so klar, dass da oben wieder sowas kommt. Aber ich brauche nur mal meine 30.000 Schuss, um diese Dinger aufzubekommen. Also was soll ich denn tun? Du musst alles vorhersehen, Hirin. Alles musst du vorhersehen. Dup-di-dup. Wenn du alles haben willst, es geht nun mal nicht anders. Wofür mache ich das überhaupt? Ich meine, die Goldmedaille kriege ich zum Schluss sowieso nicht. Bin ich mir relativ sicher, weil ich dafür, ja, schon am Anfang zu viel Mist gebaut habe und nicht genug Sachen eingesammelt habe. Ich bin so ein Volltrottel. So, und diesmal war ich zu schnell. Mann, was ist denn das? Dup-di-dup-di-dup. So, ja. Hey, Rayman Origins. Ein wunderbares Spiel zum Runterkommen. So oder so ähnlich. Also man muss schon ein bisschen konzentriert bei der Sache bleiben. Das ist nichts, was man mal ebenso nebenbei spielt, wenn man nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt und sich so denkt, oh ja, heute habe ich Bock auf ein Videospiel. Also, na gut, okay. Geschmäcker sind verschieden. Weiß ich nicht. Manche Leute spielen ja auch zur Entspannung irgendwie sowas wie Dark Souls, Elden Ring und dergleichen. Ist halt bei jedem anders, ne? Tatsächlich, also wenn ich Spiele zum Entspannen spielen will, dann sind es aber auch meistens wirklich eher so sehr, sehr seichte Dinger, wo ich gameplay-technisch so gut wie gar nichts machen muss. Also was weiß ich nicht, wie eine Visual Novel oder irgend sowas in der Art. Wo ich mich dann ein bisschen berieseln lassen kann. Aber ich kenne halt genug Leute, die damit auch gar nichts anfangen können. Und für die zu einem Videospiel halt auch State of the Art Gameplay mit dazugehört. So dass sie irgendwie etwas zu tun haben. So. Wir haben den Abschnitt abgeschlossen. Und wir können unsere lustigen kleinen Freunde befreien. Und da hinten im Hintergrund ist ja doch wieder noch ein Schloss. Also von daher ist auch alles gut. Verschiedene Königreiche. Irgendwer wird schon die Regierung hier weiter fortsetzen können. Alles super. So, natürlich. Es reicht nicht für den zweiten Elektum. Ach man. Generell scheint die Welt ja auch ein bisschen kürzer zu sein. In der Übersicht hatten wir, glaube ich, nur 5 Symbole gesehen oder so. Und ich meine, Moment, dann war das jetzt das zweite, da müssten jetzt noch 2 normale Level, also nee, eigentlich müsste jetzt noch ein Level kommen, dann müsste der Endgegner kommen und dann noch die Schatzkiste. Fiese Früchtchen. Und dann müssten wir theoretisch schon durch sein hier. Wie viele Elektroons werde ich wohl für die Schatzkiste hier brauchen? Mir widerstrebt es ein ganz klein wenig, innerhalb des Let's Plays Level Mist Level nochmal zu spielen. Wisst ihr, was ich meine? Okay, nee, das hätte man irgendwie auch anders machen sollen. Nein. Ja. Nee. Irgendwie nicht. Hoppla. Oh ja, na ist klar. Versuchen wir das Ganze nochmal zu machen. Soll man den Level schnell spielen? Wahrscheinlich, ne? Könnte ich mir vorstellen. Aber wie funktioniert das denn jetzt hier gescheit? So schon mal nicht. So auch nicht. Aber wie kommen wir denn darüber? Und ist dieser Lumm hier der Lumm, den ich da auf der linken Seite befreit habe? Könnte sein. Aber genau wissen tue ich es nicht. Doch, es wird wahrscheinlich so sein. Kann ich euch so kaputt machen? Ja, kann ich. Kann ich euch so kaputt machen? Ja, kann ich. Dich machen wir so. Und dann hier so hoch. Und so kann ich euch gut einsammeln. So, dann gehen wir noch hier rüber. Hauen dich zu Klump. Und weiter geht's. Ich habe so ein bisschen... Dort unten hätte theoretisch was sein können, aber... Bin mir nicht sicher.
Diese Frucht oder was auch immer das ist, sieht böse aus. Kann man hier hoch? Soll man hier oben bleiben? Soll man unten entlang? Guck mal. Ah, gucke mal. Endlich mal wieder ein Bonusraum. Wir haben ja nicht mehr damit gerechnet, dass der Hering nochmal welche findet. Oh, Schwertfisch. Upsala. Also, sieht doch aus wie ein Schwertfisch, oder nicht? Lustiges kleines Symbol. Dupp-di-dupp. Das war dumm. Hätte ich aber fast mit rechnen können. Naja. Habe in den letzten Tagen ein bisschen mit Chat-Robotern rumgespielt. Und dabei auch die unglaubliche Option, mit der unglaublichen Option herumgespielt, dass Chat-Roboter Bilder oder Screenshots beschreiben können, die man ihnen halt schickt. Und es ist erstaunlich, wie präzise es mittlerweile geworden ist. Also, wenn man das mal mit von vor ein paar Jahren vergleicht oder so, teilweise auch echt erschreckend. Aber dann hatte ich zum Beispiel auch mal meinen ehemaligen YouTube-Avatar quasi hingeschickt und mal den Chat-Roboter das beschreiben lassen. Und darunter steht ja, das ist das mit den beiden gekreuzten Fischen. Und falls sich noch mehr dran erinnert. Und halt mein Name, Herringway, weil ich einfach mal wissen wollte, was der Chat-Roboter dann draus macht oder beziehungsweise was er daraus ableitet, was das eventuell sein könnte. Und ob er mich vielleicht kennt, hohoho. De facto nein, er kennt mich natürlich nicht. Und irgendwie hat er das Ganze so interpretiert, als wäre das tatsächlich ein Symbol von einem Anglerbetrieb oder irgendwie sowas in der Art. Aber der Wortwitz mit Herringway, der wäre ja so genial und lustig. Diese KI hat sich ja fast nicht mehr einbekommen, als sie das gelesen hat. Dieses Amüsement. Das ist lustig gewesen. Tatsächlich. Ich übertreibe jetzt ein bisschen maßlos. Aber ja. Ich fand das irgendwie interessant und witzig, damit rumzuspielen. Upsala. Upsala. Hat mir einen lustigen Nachmittag beschert. Kann man so sagen. Ja, ja. So. Ich glaube, wenn man zum Beispiel ChatGPT fragt nach meinem Namen Herringway, dann... Also ich hatte ihn de facto vor ein paar Tagen gefragt, dann hat er auch gesagt, nee, damit, mit dem Begriff kann ich gar nichts anfangen. Dupp-di-dupp. Also die Datenbank von ChatGPT wurde schon mal nicht mit YouTube der letzten 10 Jahre gefüttert. Zumindest nicht mit vollständigem YouTube. Ich habe zugegebenermaßen nicht ausprobiert, was passiert, wenn man fragt, wenn man ChatGPT fragt, wer oder was ist Gronkh oder so. Aber hätte ich vielleicht vergleichsweise mal machen sollen. Aber nun gut. Meint ihr, dort unten ist etwas? Ich bin mir unsicher. Ich glaube nicht. Nee. Warum sollte da noch ein Bonusraum sein? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Warum sind hier mehrere Lumps drin? In diesem Apparillo? Oh, Moment. Vielleicht deswegen. Aha. So. Wie macht man das jetzt gescheit? Moment. Also ich kann euch hier befreien, damit ihr mir nicht mehr auf den Sack geht. Genau. Dann kann ich hier so durch. Und dann richtig schön auf die Fresse bekommen. Nein! Ja? Vielleicht nicht so verkehrt. Kannst du bitte rübergehen? Genau. Und so. Und so. Und bitte schnell. Dupp-di-dupp. Ha, aber wie komme ich denn jetzt da gescheit hin? So zum Beispiel schon mal nicht. Oder? Ich hätte jetzt gesagt, nein. Aber genau wissen tue ich es nicht. So zum Beispiel schon mal nicht. Ja, du hast ganz viele Lumps jetzt befreit. Das ist cool. Wenn ich natürlich nur die Hälfte davon einsammeln kann, ist es weniger cool. Ich würde aber eigentlich gern auch das da oben haben wollen. Wie krieg ich das da oben jetzt? Kommen wir noch dorthin?
Ich würde gerne hier so... Ja, na ja, doch. Moment, das muss doch funktionieren. Ja, es funktioniert. So, Moment. Nein. Komm her. Nein. Okay. Hat sich absolut null gelohnt, fürchte ich. Zumindest was die Verdopplung der Lumps angeht. So, dich haben wir. Halt. Nein, ich hab nicht... Ach, ich hab nicht aufgepasst. Oh, und den ganzen Raum wieder von vorne. Das ist so schrecklich und schlimm. Moment. Okay. So. Moment. Dann wieder so. Nein. Furchtbar. Okay. Dann so, ja. Okay. Und runter. Und schnell. Okay. Okay, okay, okay. Gut. Wir haben wieder die Kontrolle über die Situation zurückerlangt. Hopsala. Das wiederum verschafft uns keine Kontrolle. Na! Komm, ich will jetzt... Mann. Es muss doch einen vernünftigeren oder besseren Weg geben, das Ding einzusammeln. Bestimmt eigentlich, man sollte nicht so viel von den grünen Eisklötzen kaputt machen, ne? Die würden mich eigentlich dort hochbringen. Ach Mann, ist das dumm. Mann, ich will das Ding einsammeln, damit ich dann mit den goldenen Lumps den Multiplikator bekomme. Och, das ist doch scheiße, ist das. Und warum macht er dort oben nicht den Helikopter? Ich meine, ich drück den Knopf. Es tut mir leid. Ich drücke ihn. Er macht's aber nicht. Er macht den Helikopterflug nicht. Was ist... Mann. Jetzt geh doch einfach da hin. Das kann doch nicht so schwer sein. Was machst du denn, Rayman? Du machst einfach nur Schnups. Er macht's nicht. Ich drücke den Knopf dann noch einmal. Es tut mir leid. Das Spiel reagiert dann nicht. Und hier in dem Moment macht das und dann ist er wieder zu kurz. Funktioniert das mit der Eingabe nicht, wenn Rayman aus dem Bildschirm verschwindet oder was? Das ist doch ein Schnups hier. So. Okay. Halbe Stunde aufgeregt für nix und wieder nix. Ich habe jetzt weniger Lumps als vorher, oder? Ich glaube. So, hier sind ganz viele Lumps. Wie will ich das Ganze jetzt haben? Will ich mich von... Eigentlich müsste ich mich von oben erstmal annähern. Ja. Damit ich eine Chance habe, dort ranzukommen. So. Und dann machen wir so. Und dann so. Und dann sollt ihr bitte verschwinden und mir nicht auf den Sack gehen. Dankeschön. Okay. Ups. So. Dann so. Okay. Irgendwie finde ich Musik richtig cool. Hat aber mehr was von Agenten-Thriller als von einer komischen Eiswelt. Kann ich mich hier dran schwingen? Naja, als kleiner Rayman sowieso nicht, aber... Okay. Ich nehme an, das wird so gemeint gewesen sein. Alles klar. So, können wir diesen furchtbaren Abschnitt jetzt bitte hinter uns lassen? Dankeschön. Ich will nochmal kurz was nachgucken. Moment. Ist hier oben etwas? Nein. Schade. Wirkte aber für einen kurzen Moment so. Hier nicht, dort nicht, überall nicht. Du musst auf irgendeiner Plattform stehen. Genau. So. Meint ihr, hier links ist etwas? Sieht nicht so aus. Hoppsala. 9 Leben. Ah. Vermutlich, weil ich mich aus einer schier seltsamen Situation heraus befreit habe. Wir haben einen zweiten Bonusraum gefunden. Jiha. So. Dip. Oh. Wackelpudding. Wackelpudding und alles schick und toll und wundervoll. Moment. Nein. Ja. Okay. Ich glaube, das sollte so oder so ähnlich. Passt schon. Gut. Den zweiten süßen Electoon. Und weiter geht's. Wie lange dauert diese Level noch? Sind wir bald da? Ich mag die Dinger nicht. So, Moment. Wir machen erstmal so, dann machen wir so. Dann werden wir getroffen und alles scheiße und schlimm. Und... Hihihi! 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 Huhu! Hi! Ha! Hi! Hua! Hada! Hada! Badabu! Okay.
So, okay. Ja, ich glaube nämlich, das ist jetzt gar nicht so schlecht. So, Moment. Dann machen wir so. Und so. Und ich habe alle Lums eingesammelt. Okay, schick. Dann machen wir so. Auch schick. Und du machst so und bringst mich hier hoch. Genau. Okay. Ich glaube, wir haben es gleich, Leute. Ich glaube, wir haben es gleich. So, Moment. Oh, boink, boink. Boinki? Boinki? Nein. Oh, Gott sei Dank. Das war Knäppchen. Die eine Limettenscheibe dort hat noch, genau, die hat noch ein bisschen mehr gebunkert. Hoppsala. Ja, das ist irgendwie auch strange. Gibt es einen Weg, diese seitlichen Scheiben schneller zu melken? Müsste man doch eigentlich von ausgehen. Soll ich einfach weitergehen? Ja. Das war dumm. Aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie ich es hätte besser machen sollen. Moment. So. Okay. Ja. Einfach schneller sein. So, was machen wir jetzt hier? Vielleicht erstmal das Herz einsammeln. Herz einsammeln ist nicht so schlecht. Dann würde mich schon interessieren, was dort oben ist. Au. Ah. So. Moment, Moment, Moment. Das ist fies. Wie kommt man da gescheit und gut vorbei? Eigentlich schnell. Schnell machen und dann durch, aber irgendwie nicht. Macht er nicht so, wie er soll. Weil ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, dass er halt mit einem Powerschlag dann halt da so elegant drüber durchkommt. Dass es einfach funktioniert. Macht er aber nicht. Weil er dann auf halber Strecke schon stehen bleibt. Wie habe ich das eben gerade gemacht? Hm. Okay. Also manchmal funktioniert es und manchmal nicht. So, dort oben will ich langlaufen wegen der Münze. Ich verstehe. So. Zack. Nicht nochmal den Sprungknopf betätigen könnte helfen. Ich habe bisher immer noch den Sprungknopf nochmal gedrückt. Was aber eine herrlich dumme Idee. Wow. Huch, hier ist es aber gefährlich. Möchtest du wirklich hier bleiben? Ja, Spiel. Ich weiß, ich spiele gerade nicht so gut. Was soll ich tun? Ach, Spiel. Ja, gut. Ich mache auch nie den Dino da kaputt, ne? Würde ja theoretisch nochmal extra Lums bringen. Dup-di-dup-di-dup. Hallo, Dino. Jo. Ja, gut, da komme ich jetzt eh nicht mehr gescheit dran. Weiß nicht, was ich auch besser machen soll. Also, runter. Es ist ein Busch! Das ist doch furchtbar. Das ist einfach nur furchtbar. Dieser Level. Jetzt weiß ich zumindest, warum es so wenig Level in dieser Welt gibt. Oh Mann! Was ist denn das? Es kann nur nicht sein, dass ich das so fundamental falsch mache an der Stelle. Ich meine, durch die Stacheldinger kann ich mich auch nicht durchboxen. Also muss ich doch oben durch, oder nicht? Aber es ist eine akrobatische Meisterleistung, offensichtlich dort irgendwie durchzukommen. Das ist ja fantastisch. So, Moment. Runter. Tempo aufnehmen, schnell und wieder hängen bleiben. Warum bleibt er jetzt immer dort hängen? Ey, wenn ich jetzt also aus Versehen dort auf Verlassen drücke, ne? Nur weil die mir diesen dämlichen Bildschirm da aufdrücken und aufzwängen. Dann kriege ich aber auch Manschetten. Ja, ja, Buschipu. Ich habe zugegebenermaßen wieder Sprung gedrückt. Das war das Problem. Ich glaube, wir wohnen jetzt ab sofort in diesem Level. Es tut mir leid, Leute. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob wir in diesem Spiel noch mal was anderes sehen werden. Das ist gerade zu bescheuert.
Was soll denn das? Bitte. Bitte geh einfach durch. Er macht es nicht. Er macht es einfach nicht. Warum nicht? Was mache ich falsch? Was mache ich? Ich weiß es nicht. Irgendwas mache ich falsch. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es halt wirklich nicht so richtig. Mehr Tempo, ja. Aber dann bleibt er wieder hängen und... Hä? Kann ich doch irgendwas anderes mit den Stacheldingern machen? Ich probiere jetzt mal was Blödes aus. Moment. Bringt gar nichts. Ich muss oben drüber gehen. Ich muss. Aber ich habe doch keine... Er hat doch keinen anderen Move oder so, um das zu machen. Es geht einfach nicht. Diese Stelle ist unschaffbar ohne Zusatzherz. Warum? Eigentlich ist es nicht, weil wir haben es ja zwischenzeitlich schon geschafft. Also was ist das verdammte Problem dort? Ich check es nicht. Dap, 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 dap. So. Okay, oh, wir sind durchgekommen. So, und jetzt bitte nicht irgendwo sterben. Zusatzherz erstmal holen. So, Moment. Zusatzherz, alles klar. So, und jetzt wieder gierig sein. Gierig sein und den ganzen anderen Kram holen. Dup, 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 dup. So, dann haben wir nämlich einmal hier eine Münze. So, dann gehen wir einmal so. Dann... Genau, gehst du da entlang? Hoppsala. Wo gehst du dann hin? Du gehst dann dorthin. Okay. So. Dann als nächstes machen wir so. Oh, hoppla. Nein, 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 nein. Ja. Okay, ja, geht doch runter. Alles gut. Okay, so. Perfekt. Ja. Weiß ich nicht. Ja, hat funktioniert. So, Moment. Ich will dort oben hin. Ich will dort oben hin. Ja, das ist jetzt nicht so blöd. Aber ich glaube, jetzt habe ich schon Mist gebaut, ne? Oder? Nee, habe ich nicht. Ah, der Badabu, Moment. Ja, da kommt er nämlich noch hin. Okay. So. Dann machen wir ganz geschickt so. Und ganz geschickt so. Und werden vorzugsweise nicht sterben. Und alles ist schick und cool. Und wundervoll. Haben wir ein Level geschafft? Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, ich könnte sogar die Goldmedaille bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es verdient habe, aber ich glaube, wir können die Goldmedaille bekommen. Hilfe? Hilfe? Ja, ja, bitte geh sterben. Bitte geh und fall runter in den Vortex des Grauens. We did it! Tut mir wirklich leid. Es hat sehr lang gedauert. Es hat sehr lang gedauert und es war sehr schlimm. Aber ich habe die Goldmedaille. Also will ich fast nichts hören, bitte. Ich will fast nichts hören. Dupdi-dupdi-du. Jetzt bin ich noch gespannt, wie viele Electoons wir für das Schatzkissen-Level benötigen. Und dann würde ich sagen, gibt es beim nächsten Mal mannigfaltige Endgegner-Action. Könnte zumindest durchaus im Bereich des Möglichen liegen. Also, zurück zur Lichtung der Träume. Fiese Früchtchen, sowas von abgeschlossen. Wir besitzen 161 Electoons, 165 werden benötigt. Mhm. Brennende Liebe. Hurra! Ja, ja, okay. Da gehen wir dann das nächste Mal hin. Wow, schwere Geburt. Ja, also wie gesagt, beim nächsten Mal Endgegner-Action und vielleicht kriegen wir auch noch die restlichen 4 Electoons irgendwo zusammen. Für den Moment soll es aber erstmal wieder gewesen sein und ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.